Rathaus. Zur Weiterfahrt nach Volkmarode benutzen Sie bitte den Schienenersatzverkehr. Vielen Dank. Rathaus. Beachten Sie bitte, dass diese Linie, bedingt durch Bauarbeiten, weiter über Leonhardstraße, Stadthalle in Richtung Hauptbahnhof fährt. Vielen Dank. Hauptbahnhof. Beachten Sie bitte, dass diese Linie, bedingt durch Bauarbeiten, weiter über Stadthalle, Leonhardstraße in Richtung Rathaus fährt. Vielen Dank. Gesundheitsamt. Zur Weiterfahrt in Richtung Wenden benutzen Sie bitte den Busersatzverkehr. Donaustraße. Beachten Sie bitte, dass diese Linie, bedingt durch Bauarbeiten, weiter zum Lehmanger fährt. Für die Weiterfahrt in Richtung Weserstraße benutzen Sie bitte den Omnibusersatzverkehr. Vielen Dank. Bitte geben Sie im Türbereich die Lichtschranken frei, da diese sonst nicht schließen. Vielen Dank. Ackerstraße. Beachten Sie bitte, dass die Linie M4 an der Haltestelle Braunschweiger Verkehrs AG am Hauptgüterbahnhof endet. Für die Weiterfahrt zum Hauptfriedhof und zur Helmstedter Straße benutzen Sie bitte die Omnibusse, die auch von dort abfahren. Vielen Dank. Es möchten noch einige Fahrgäste zusteigen. Nutzen Sie bitte auch den hinteren Teil des Fahrzeuges und gehen Sie weiter durch. Vielen Dank. Rathaus. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Baumaßnahme in der Leonhardstraße fährt die Linie 4 eine Umleitung über Schloss, John F. Kennedy Platz, Kampestraße, Hauptbahnhof und Leonhardplatz, Stadthalle zur Endhaltestelle Helmstedter Straße. Leonhardplatz, Stadthalle. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Baumaßnahme in der Leonhardstraße fährt die Linie 4 eine Umleitung über Hauptbahnhof, John F. Kennedy Platz zum Inselwall. Schloss. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Baumaßnahme in der Leonhardstraße fährt die Linie M5 eine Umleitung über John F. Kennedy Platz, Kampestraße zum Hauptbahnhof. Die Ersatzhaltestelle Schloss befindet sich im Waisenhausdamm. Achtung, der Ausstieg an der Ersatzhaltestelle ist ebenerdig. Schloss. Die Ersatzhaltestelle Schloss befindet sich im Waisenhausdamm. Achtung, der Ausstieg ist ebenerdig. Und achten Sie bitte auf den fließenden Verkehr. Friedrich-Wilhelm-Platz. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Gleisanlagen in der Weststadt enden die Bahnen der Linie M3 am Friedrich-Wilhelm-Platz. Zur Weiterfahrt über Europaplatz und Donauknoten in die Weststadt steigen Sie bitte in die Busse des Schienenersatzverkehrs M3 um. Die Busse fahren von der Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz auf der Okerbrücke ab. Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Gleisanlagen in der Wolfenbütteler Straße enden die Bahnen der M1 am Hauptbahnhof. Zur Weiterfahrt nach Melferode und Stöckheim nutzen Sie bitte die Busse des Schienenersatzverkehrs am Bahnsteig F. Bitte beachten Sie, die Haltestelle Heinrich-Büssing-Ring kann während der Baumaßnahme nicht bedient werden. Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Gleisanlagen in der Wolfenbütteler Straße verkehren zwischen dem Hauptbahnhof und dem Heidberg Busse des Schienenersatzverkehrs. Zum Umsteigen in den Bus benutzen Sie bitte Bahnsteig F. Bitte beachten Sie, die Haltestelle Heinrich-Büssing-Ring und die Endhaltestelle Anklamstraße können während der Baumaßnahme nicht bedient werden. Stadion Schwarzer Berg. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass diese Straßenbahn hier endet. Zur Weiterfahrt in Richtung Wenden nutzen Sie bitte die Straßenbahn M1. Vielen Dank. John F. Kennedy Platz. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass an der Haltestelle John F. Kennedy Platz
Die letzte Möglichkeit besteht, in Richtung Hauptbahnhof umzusteigen. Nutzen Sie bitte hierzu die Linie M1, ab gleichem Bahnsteig. Rathaus. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Hamburger Straße verkehren zwischen Rathaus und Stadion Omnibusse. Bitte steigen Sie am Rathaus an der Haltestelle im Steinweg in den Schienenersatzverkehr 1 und 2 um. Vielen Dank. Stadion Schwarzer Berg. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Hamburger Straße verkehren zwischen Stadion und Rathaus Omnibusse. Bitte steigen Sie zur Weiterfahrt am Stadion in die Busse des Schienenersatzverkehrs 1 und 2 um. Vielen Dank. Bürgerpark. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Hamburger Straße fahren die Bahnen der Tramlinie 2 über den Hauptbahnhof. Die Haltestelle Leisewitzstraße wird nicht bedient. Vielen Dank. John F. Kennedy Platz. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, während der Sanierung der Hamburger Straße fahren die Bahnen der Tramlinie 2 über den Hauptbahnhof. Die Haltestelle Leisewitzstraße wird nicht bedient. Vielen Dank. Schloss. Sehr geehrte Fahrgäste, während der Baumaßnahme am Hagenmarkt bitten wir Sie, zur Weiterfahrt in Richtung Rathaus und nach Wenden an der Haltestelle Schloss in die Busse des Schienenersatzverkehrs 1 umzusteigen. Diese Tram fährt weiter als Linie M3 in Richtung Weststadt. Schloss. Sehr geehrte Fahrgäste, während der Baumaßnahme am Hagenmarkt bitten wir Sie, zur Weiterfahrt in Richtung Rathaus und ins Siegfriedviertel an der Haltestelle Schloss in die Busse des Schienenersatzverkehrs 2 umzusteigen. Diese Tram fährt weiter als Linie 4 in Richtung Helmstedter Straße. Schloss. Sehr geehrte Fahrgäste, während der Baumaßnahme am Hagenmarkt bitten wir Sie, zur Weiterfahrt in Richtung Rathaus und nach Volkmarode an der Haltestelle Schloss in die Busse des Schienenersatzverkehrs 3 umzusteigen. Diese Tram fährt weiter als Linie M1 in Richtung Stöckheim. Schloss. Die Tramlinie 4 verkehrt während der Sommerferien nur zwischen Helmstedter Straße und Schloss. Diese Tram fährt weiter als Linie 2 in Richtung Heidberg. Hauptbahnhof. Achtung, Baumaßnahme Stobenstraße. Linie 1 verkehrt zwischen Hauptbahnhof und Rathaus über Leonardstraße. Rathaus. Achtung, Baumaßnahme Stobenstraße. Linie 1 verkehrt zwischen Rathaus und Hauptbahnhof über Leonardstraße. Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet hier. Zur Weiterfahrt nach Stöckheim steigen Sie bitte in die nächste Bahn der Linie 1 um. Lincoln-Siedlung. Diese Fahrt endet hier. Zur Weiterfahrt nach Wenden steigen Sie bitte in die nächste Bahn der Linie 1 um. Bürgerpark. Achtung, Baumaßnahme Stobenstraße. Linie 2 verkehrt über Hauptbahnhof und Friedrich-Wilhelm-Platz. Hauptbahnhof. Achtung, Baumaßnahme Stobenstraße. Linie 2 verkehrt über Hauptbahnhof und Friedrich-Wilhelm-Platz. Rathaus. Achtung, Baumaßnahme Stobenstraße. Linie 2 verkehrt über Friedrich-Wilhelm-Platz und Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet hier. Zur Weiterfahrt Richtung Innenstadt nutzen Sie bitte Tramlinie 1, 2 und 5. Ackerstraße. Beachten Sie bitte, dass die Linie 4 an der Haltestelle Braunschweiger Verkehrs GmbH am Hauptgüterbahnhof endet. Für die Weiterfahrt zum Hauptfriedhof und zur Helmstedter Straße benutzen Sie bitte die Omnibusse, die auch von dort abfahren. Vielen Dank. Hauptbahnhof. Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter über Leonardplatz zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Rathaus.
Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter über Leonhardstraße, Stadthalle, zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Schloss. Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter über Leonhardstraße, Stadthalle, zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Friedrich-Wilhelm-Platz. Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter über John F. Kennedy-Platz, Leonhardplatz, zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Schloss. Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter über John F. Kennedy-Platz, Leonhardplatz, zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Leonhardplatz. Beachten Sie bitte, dass dieses Fahrzeug weiter zum Betriebshof fährt. Vielen Dank. Ottenroder Straße, Endhaltestelle. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Fahrt mit Ihrer Braunschweiger Verkehrs GmbH. Antlammstraße. Bertramstraße. Braunschweiger Verkehrs AG. Bravo Park. Stöckheimer Markt. Trakehnenstraße. Leonhardplatz, Stadthalle.